Ist schon wieder Ostern, 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 Ostern. Was heißt überhaupt Ostern? Was ist Ostereier so? Was ist da überhaupt los? Denn was haben Ostereier mit Jesus zu tun? Und das muss ich Ihnen heute Abend rüberbringen. Denn ich will doch erkenntnisgeschwängert. Sollen Sie davon schreiten? Ich will Geist. Und Geist gibt nur bei Garnison. Sie werden Zeuge eines Osterwunders. Warum feiern wir alle Ostern? Ein schönes Fest, ein tolles Fest, ein Frühlingsfest. Hier Kirche mit den strengen, vorgegebenen Geschichtsdarstellungen, was Jesus alles erlebt hat, und hier der Volksbrauch, der nichts damit zu tun hat. It's Oster Sunday. Early in the morning. Where the hell is the coming? Wenn man sich aus den Gesetzen, die der Kosmos uns Menschen gibt, absondert, nennt man das eine Sünde. Und wir sollen am Greintonnerstag, am Gründonnerstag uns zusammensetzen und bei beschwingter Musik einmal durchs Jahr hindurch gehen. Haben wir gesündigt? Karfreitag. Haben wir schon gemacht, was am Karfreitag ist, die Kreuzigung? Der Mensch kreuzigt sich, wird gekreuzigt. Einmal im Jahr werden wir gefragt, wofür kreuzigen wir? Was ist mir im Leben so wichtig, dafür würde ich alles geben? Eine gute Frage. Liebe ist, wenn man nicht mehr anders kann. Liebe ist, wenn man so geöffnet ist und so verletzlich ist, dass man keine Alternative mehr sieht. Dann tritt Liebe ein.